Heute hätte es sich gelohnt, schon um 13 Uhr eine Kamera auf uns zu richten. Denn seit 13 Uhr sind wir am Plaudern. Barbara Schöne und wir haben uns kennengelernt vor anderthalb Monaten genau. Ungefähr ist es her. Und es hat gefunkt zwischen uns beiden. Ja, wie es passiert ist, das werden wir unseren Gästen heute natürlich auch noch erzählen. Aber nicht nur Barbara Schöne ist zu uns ins Studio gekommen, sondern Sie können sich über den Hexenkalender mit Stefanie Kralewski freuen. Da geht es heute auch um ein schönes Thema, Thanksgiving nämlich. Genau. Und was da wirklich überhaupt die Grundidee ist, das wird sie uns auch noch sagen. Und wir haben Vitalität im Studio. Ja, wenn ich über den österreichischen Schaumbolzen spreche, dann ist sie ja immer sehr vital. Aber heute will sie Ihnen auch Vitalität nach Hause bringen mit ihrem Vitalitätsarmband. Und das stellt Gabriele Iasetta heute vor. Aber jetzt wenden wir uns erstmal der schönen Barbara Schöne zu, einem Urgestein aus Berlin. Wir haben uns in Berlin getroffen auf einer Veranstaltung. Und man kann sagen, Barbara Schöne ist auch gerne noch unterwegs, abends auf dem roten Teppich. Auch ja, ich freue mich, wenn ich so nette Einladungen erhalte. Ne? Andere müssen da viel für bezahlen. Wir kommen da umsonst. Die Serienale. Das ist ja privilegiert, das ist doch wunderbar, oder? Ist im Grunde genommen sowas gewesen wie die Berlinale in Berlin. Nur, dass Serienale. Es da um, genau, dass da es, geht um, es Serien um Serien gegangen, ne? Ist. Ja. Und ich muss kurz erzählen, wie das zustande gekommen ist. Weil ich hab dich gesehen an dem Abend und ich war sehr begeistert, weil Barbara Schöne für mich einfach eine Schauspielerin, wo man sagen kann, da steckt noch richtig Geschichte dahinter. Danke. Und ich habe mich sehr gefreut. Und dann trafen sich unsere Blicke und ich habe nur zu ihr gesagt, Sie sehen so unglaublich gut heute Abend aus. Und was hast du dann gemacht? Habe ich kleinen Trick. Kann man mit Spucke, das ist die beste, gegen Falten. Mit Spucke schnell ein bisschen drüber und so, schon sind die fest. Und ab dem Abend liefen wir nur noch gemeinsam über die Serienale und spuckten uns sozusagen gegenseitig an. Ja. Du hast gesagt, du gibst eigentlich gar nicht so gerne Interviews, sondern du bist gerne immer noch präsent und zeigst dich gerne. Aber bei uns hast du noch mal eine Ausnahme gemacht, weil du gesagt hast, das ist auch mal ganz spannend. Ja, ja, weil das Thema ist schön. Leichter Leben. Und ja, da kann man viel erzählen drüber. Und außerdem, ich brauche ja nicht aus meiner Familie zu plaudern. Sondern deshalb gebe ich nicht gerne Interviews. Aber wenn es sich um Beruf handelt oder um das, was ich mal früher gemacht habe oder wie ich dazu gekommen, da bin ich gerne bereit, Auskunft zu geben. War das Leben immer leicht, Barbara? Also kann man sagen, das ist so ein Motto? Oder gab es auch diese Phasen, wo man sagt, naja, Schauspielerei auch in den 70er Jahren, 80er Jahren war manchmal schon auch eine harte Zeit? Ja, nicht nur die Schauspielerei. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich bin eine Kämpferin. Also ich habe viele schlimme Dinge erleben müssen in meinem Leben. Ja, also es war nicht so einfach, weil das ist eine Männerdomäne und gerade besonders damals. Ne? Und ich war so eine Mischung hübsch, intelligent und begabt. Ja, das war den Männern suspekt. Ne? Gefährlich. Also die Komikerinnen, die waren entweder alle ein bisschen muppelig und niedlich und drollig und so, aber ich war eine ganz andere Mischung, nicht? Und da ernst genommen zu werden mit Qualität, also mit Können, ne, da musste man ganz schön kämpfen. Ihr wart aber auch natürlich im Grunde genommen, was Unterhaltung anbelangt, auch anders ausgebildet, als es heutzutage viele sind. Ihr musstet ja alles können. Ihr musstet tanzen, ihr musstet singen, ihr müsstet moderieren und schauspielern. Ja. Also ist das vergleichbar mit heute überhaupt noch? Na, es gibt noch Schauspielschulen, aber es ist leider so, die jungen Leute, die wollen gleich bekannt werden und die wollen, dann werden sie in Serien verheizt, ne? 8 bis 10 Jahre und spielen immer ein und dieselbe Rolle und haben gar nicht die Chance, sich wirklich auszuprobieren, nicht? Aber gut, es kommt auch mal drauf an, ich war auf der Max-Reinhardt-Schule, das ist eine staatliche Hochschule für darstellende Kunst und Musik und ich habe da von 1500 Bewerbern waren 7 aufgenommen, ja? Also das war eine ganz, ganz schwere Geschichte, überhaupt darauf zu kommen, aber das war ein Sprungbrett. Ja. Und ich habe gute Berater gehabt. Also die Frau Hilde Körber, die Professor Hilde Körber, hat mir gute Tipps gegeben und ich hatte als besten Freund meinen Vater, und der selber in der Branche eben gearbeitet hat, fest beim Sender Freies Berlin, und die haben mir gute Tipps gegeben. Und ja, dann geht man den Weg anders, nicht? Da kann man sich einiges ersparen. Nicht, wenn man guten Ratschlag kriegt, einen ehrlichen Ratschlag. Ne? Du bist jemand, die natürlich immer noch dieses Fernsehfieber in sich trägt. Das heißt, du guckst auch heute noch die Serien, du guckst dir auch heute noch die junge Generation an und schaust, wie die sich da entwickeln. Und du bist ja auch jemand, wo man sagen kann,
Publikum in meinem Alter, die etwas Älteren, kennen dich auch alle, aber auch die junge Generation durch Fernsehauftritte bei der Schillerstraße und dergleichen, ja, bist du ja auch noch sehr bekannt, auch bei der jungen Generation. Ja, ich freue mich wahnsinnig. Also auch immer meine Autogrammpost. Ich glaube, also mein Bekanntheitsgrad oder sagen wir mal mein Beliebtheitsgrad bei meinen Fans ist ungebrochen. Ich freue mich da riesig darüber. Mhm. Ja, und die Post, die ich bekomme, steht auch immer drin, meine Vielseitigkeit, dass sie das so toll finden, ne? Also, dass ich eben eine vielseitige Schauspielerin bin. Insofern ist Schauspielerei alterslos und ich habe kein Problem mit Altwerden, ne? Du hast aber vor der Sendung zu mir gesagt, im Grunde, es gibt die Barbara Schöne, die ist Schauspielerin und es gibt die Barbara Schöne, die ist so privat. Und natürlich spielst du als Schauspielerin deine Rolle. Aber wenn man dich so trifft, du bist ein unglaublich offener, ein unglaublich natürlicher Mensch. Ich denke immer, so eine Schauspielerin, die so einen Bekanntheitsgrad hat, da gehe ich noch mit ganz viel Ehrfurcht hin. Mhm. Und die hatten einen so lustigen Abend miteinander und du warst so offen mit jedem, der zu dir gekommen ist. Also war das schon immer so? Ich bin neugierig und deshalb gehe ich lieber auf die Menschen zu und baue die Barriere von vornherein ab, damit was zustande kommt, denn sonst brauche ich ja nicht auf so einen Empfang. Mhm. Ich gehe ja nicht nur hin, damit bin ich fotografiert, habe ich genügend Fernsehen und so und dann wieder weg, sondern ich gehe ja wegen der Leute dahin. Also neue Kontakte zu finden und so, nicht? Ich bin immer auf dem neuesten Stand der Dinge, also ich bin immer sehr neugierig und schaue durch die Welt, was... Und trauen sich die Leute auch oder gibt es schon auch welche, die dann doch eher sagen, guck mal da hinten, das ist sie? Das passiert oft. Ich hatte da mal so einen Pagenschnitt, so andere Haare, ne? Und da habe ich dann gemerkt, wenn ich einkaufen gegangen bin, dass sie dann überlegt haben und dann guckt. Und dann sind sie vorbei. Und seit ich wieder meinen Knoten habe, das ist mein Erkennungswert, habe ich wieder erkannt. Ja, so niedlich. So, aber dann, sie kommen immer sehr, sehr lieb zu mir. Mhm. Also ich habe nicht die Grabscher, die, ne, also so, die so auch im Pulk dann so immer Autogramm, ja, und so Datum. Und so, das hatten wir auch schon gehabt, ja. Bitte? Na, es hat sich ja auch viel verändert. Also ich weiß noch, wenn man früher irgendwie, da musste man seine Autogrammkarten dabei haben, braucht man heutzutage nicht, weil jeder hat sein Handy dabei und es werden Fotos gemacht. Also auch da hat natürlich eine Entwicklung stattgefunden, ne? Nee, am roten Teppich, dann stehen also die treuen Fans und immer die geben noch? Einem dann immer ein Kuvert in die Hand, damit man ihnen Autogramme schickt. Und ich habe sie immer dabei, dann kriegen sie sie gleich. Ja. Aber viele kommen auch und machen ihr Selfie doch mit Sicherheit. Ja, natürlich. Mit dir, ne? Das gehört ja auch klar, mittlerweile dazu. Entschuldigung. Barbara Schöne ist natürlich auch jemand, den viele in Verbindung bringen mit einem anderen Urgestein Berlins, nämlich natürlich mit Harald Juncker. Ja. Ich glaube, das war mit Sicherheit auch eine Zusammenarbeit, wenn man mit Juncker so eng verbündet war. Ja. Das ist schon auch eine Zeit gewesen, die man immer in Erinnerung trägt. Ne? Ja, selbstverständlich, weil er ein großartiger Schauspieler. Und deshalb haben wir uns so gut verstanden, weil wir haben tatsächlich uns privat nie getroffen. 20 Jahre lang nicht. Wir haben uns 1970 zum ersten Mal in einer Produktion kennengelernt und haben dann Theater gespielt. Ging ja damals, hat man Boulevard gespielt, 750 Vorstellungen en suite, ja, und dann noch auf Tournee hinterher. Und dann hatten wir noch Musik ist Trumpf, diese Samstagabendshow. Das war natürlich 78% Einschaltquote, muss man sich mal vorstellen. Ähnlich wie bei Leichter Leben. Da haben die 3 Jahre haben gereicht, um populär zu werden. Hm. Heute muss man dafür 10 Jahre arbeiten. Hm. Also so. Das haben die immer noch in Erinnerung, die Leute. Ne? Ja, das absolut. Ist schön, war eine schöne Sendung. Wir reden natürlich auch gleich noch weiter, nicht nur über Harald Juncker, weil das Leben ist natürlich nicht nur Vergangenheit, sondern natürlich auch geprägt durch die Gegenwart. Aber ich komme gleich wieder zu dir. Wir haben natürlich andere spannende Thematiken noch. Thanksgiving, ist das etwas, was bei euch oder in überhaupt was eine Rolle spielt? Irgendwie so Festivitäten, Essen? Nö, das ist ja amerikanisch. Nö, ne? Machen wir nicht mit, oder? Ich bin katholisch. Bei mir ist eben Weihnachten, Heiligabend. Genau, so. Welche Bedeutung Thanksgiving aber heutzutage trotzdem hat, weil auch Halloween feiern wir ja mittlerweile. Ja. Das wird uns Stefanie Kralewski erklären. Sie können jetzt sich auf jeden Fall freuen, denn heute gibt es wieder eine sehr schöne Verlosung für Sie, passend zu diesem angehenden Winterwetter. Ein Tässchen Tee und ein gutes Buch. Das bekommen Sie zugeschickt, wenn Sie bei unserer Verlosung mitmachen, denn hier haben wir wunderbaren Tee für Sie und auch einen schönen Roman. Wir wollen heute wissen, ihr seid so lustig.
lustig in der Regie. Welchen Beruf hat Barbara Schöne? A. Ist sie Friseurin und Stylistin oder B. Schauspielerin und Sängerin? Rufen Sie uns an unter unserer altbekannten Telefonnummer der 01379881404. Und natürlich auch aus Österreich und der Schweiz können Sie Ihre Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen unter der 09010501 90. Einfach anrufen, Nachricht hinterlassen und vielleicht sind Sie dann einer der glücklichen Gewinner, die Tee und Buch nach Hause bekommen. Jetzt geht es erstmal weiter um den Hexenkalender und Stefanie Kalewski. Thanksgiving. Brauchen wir noch so einen amerikanischen Quatsch? Ich hab's gewusst, dass du das fragst. Darum geht's gar nicht. Deswegen bist du ja da. Klär uns auf. Genau. Also erstmal, Thanksgiving ist ein sehr traditionelles Fest und es ist tatsächlich super amerikanisch, US-amerikanisch. Denn letztendlich wird dort ja der ersten Pioniere gedacht sozusagen. Also der ersten Siedler, die auf den Kontinent Amerika gezogen, ausgewandert sind. Und es geht mir gar nicht so sehr darum, jetzt, dass wir sagen, Mensch, wir müssen jetzt hier auch Thanksgiving feiern, sondern es geht darum, dass wir die Energie mal wahrnehmen. Also über den Tellerrand schauen, was feiern denn andere? Weißt du, wenn ich japanische oder chinesische Feste mitbringe oder buddhistische Feste, heißt es nicht, dass wir zu Hause das alles nachmachen sollen, sondern es heißt, dass wir einfach mal schauen, aha, was feiern denn andere so und was kann ich für mich tun? Wie kann ich diese Energie, die ja trotzdem da ist, wie kann ich die Energie für mich nutzen? Und wir sind ja im November so in diesem Ahnengedenkmonat, ja, also es geht, ne, Totensonntag, Volkstrauertag, die keltischen Ahnengedenkfeste, über die wir alle so gesprochen haben und über die ich auch mit Jens gesprochen habe. Und wir kommen jetzt so in die Weihnachtszeit und es ist einfach nicht mehr so besinnlich, wie es früher mal war. Ja, das heißt, wir haben Konsumrausch, wir haben Licht überall, ne? Es ist funkelnde Reklame und so weiter. Es ist einfach kaum noch möglich, sich wirklich auf seine Familie zu besinnen. Man muss sich wirklich ein bisschen disziplinieren fast schon. Ja, zu sagen, okay, das blende ich aus und jetzt kümmere ich mich um mich und um meine Familie. Und ich finde, Thanksgiving ist ein schöner Anlass dafür, mal zu überlegen, was wünsche ich mir denn im familiären Bereich? Wie kann ich mehr Harmonie in der Familie haben? Wie bringe ich zu Hause, ja, wie bringe ich mal alle an einen Tisch zum gemeinsamen Essen? Aber dieser Grundgedanke ist ja ein anderer gewesen. Das heißt, es hat sich dann auch in Amerika auch verändert, sodass man es dann als Familienfest genossen hat. Mhm. Das ist doch dieses bekannte Truthahnessen, oder? Genau, genau. Ja, es ist eine Familiengeschichte. Es ist natürlich von den Jahreszeiten, die sind ein bisschen anders als bei uns, also von den klimatischen Bedingungen. Es war ein Erntefest, wie unsere Erntedankfeste auch. Und ich finde, es ist auch ein schöner, tatsächlich ein schöner Anlass, mal zu gucken, was habe ich in diesem Jahr eigentlich erreicht. Wann ist Thanksgiving eigentlich ganz Freitag. Genau? Am kommenden Freitag. Oh Gott. Ja, Freitag. Freitag. Der Freitag. Jetzt Freitag. Ich bin hier ganz durcheinander. Es ist heute so aufregend hier. So. Gute Energien. Gute Absolut. Energien. Ganz genau. Nein, also wir kennen das auch aus dem Shopping-Centern und so weiter, dass jetzt, ne, in der nächsten Woche alles losgeht mit den Weihnachtsgeschenken und so. Und ich möchte eigentlich im Prinzip dazu einladen, zwei Dinge zu tun. Erstmal, sich zurückzunehmen und sich das Jahr mal anzuschauen, das Jahr Revue passieren zu lassen. Ja, okay. Was also gar nicht am Ende des Jahres, sondern ruhig mal ein bisschen früher darüber nachzudenken. Weil man hätte vielleicht sogar noch einen Monat, um die Kurve noch mal zu kriegen. Ja, genau. Man kann mal gucken, was ist wirklich wichtig gewesen. Oder was hat man versäumt und kann es noch machen. Ja, ich finde, ja, dafür sind die Erntefeste eigentlich mir fast ein bisschen früh, wenn wir so von August und September sprechen. Aber ich finde, Ende November, da geht das schon. Ja, und dann eben für Harmonie zu Hause zu sorgen. Und zwar bevor es in die Weihnachtserwartungen geht, wo man sagt, es müssen sowieso alle harmonisch zu Hause miteinander sein. Also nochmal im Grunde genommen entstressen, damit dann der Stress ruhig kommen kann und wir am 24. nochmal ein bisschen so entstresst sind. Genau, ja? Damit er uns einfach nicht so umhaut. Ich habe ein bisschen Rituale mitgebracht, weil ich weiß ja, unsere Zuschauer mögen auch gern, wenn ich ein bisschen was über Rituale erzähle. Also erstmal, wenn es tatsächlich zu Hause ein bisschen schwierig ist, von den Energien her, von wenn es Konflikte und so weiter gibt, dann kennt der eine oder andere Zuschauer vielleicht schon, man braucht zwei graue Kerzen. Die werden mit Namen beschriftet. Ja. Reingeritzt oder mit einem Stift? Nee, mit dem Fingernagel. Ah, okay. Ich sage immer mit dem Fingernagel. Bitte nicht mit einem Messer, liebe Zuschauer, und nicht mit einer Nadel oder mit irgendetwas, mit dem Sie sich verletzen könnten, sondern mit dem Fingernagel, das geht wirklich gut, oder mit einem Zahnstocher. Mhm. Das tut's auch. Wichtig ist, dass dort der Name hineingeritzt wird, von den beiden Parteien sozusagen, die sich wieder ein bisschen annähern sollen. Und dann
kann man die Kerze mit einem Öl salben. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal ein Öl mitgebracht. Ich mag ja diese Anariva-Öle, das sind amerikanische Öle, so magische Öle. Genau, das heißt jetzt Easy Times, also das heißt wirklich leichte Zeiten, für ganz viel Harmonie und tolle Gespräche sind miteinander. Sind so ätherische Öle oder was sind das für Öle und wo bekomme ich die? Ja, das bekommt man im Esoterikladen, im Internet oder auch vor Ort. Die riechen ganz stark, genau. Aha, okay. Und das sind also Öle, die sind durch die Düfte und durch die Farbe und durch die Energien aufgeladen für den konkreten Zweck. Und was heißt eine Kerze zu salben? Also ich beträufle die mit Öl oder was mache ich damit? Genau, du hast die Kerze in die Hand. Nachdem du sie beschriftet hast, hast du sie ja eh in der Hand. Ja? Und dann machst du dir 3 Tropfen, ich sage mal 3 Tropfen in die Hand. Magische und dann, 3? Genau. Und dann wird die Kerze damit einfach eingerieben. Bitte ohne Hokuspokus. Ja, ist ganz egal, von oben nach unten, kreuz und quer, ist ganz wurscht. Wichtig ist, dass sie gute Gedanken dabei haben. Das heißt, nicht in die Angst gehen, oh Gott, hoffentlich gibt es keinen Streit. Ja, sondern ich freue mich darauf, dass es tolle Zeiten werden, tolle Gespräche werden. Auch wieder so ein typisches Ritual im Grunde genommen. Wir können darüber schmunzeln, wir können machen, genau. Aber wir setzen uns wieder mit Dingen auseinander, genau. Und damit gehen wir vielleicht dann sogar auf unser Gegenüber, mit dem wir Schwierigkeiten haben, einfach schon wieder offener zu. Ganz ne? Genau, darum geht es ja. Es geht ja bei den Ritualen, die ich hier immer so vorstelle, wirklich darum. Keine Hexerei in dem herkömmlichen Sinne. Natürlich, du als Hexe musst das natürlich sagen, aber es hat schon auch was eben, wie gesagt, mit unserer eigenen Einstellung natürlich, dann zu tun. Natürlich, ne? Genau. Und dann kann man ein Räucherwerk nehmen und das zieht man einen Kreis um die Kerzen und stellt die so 20 cm ungefähr auseinander. Ja. Genau, 20 cm auseinander, macht einem Räucherwerk einen Kreis drumherum. Kann ich? Ne? Das kannst du, wenn du nachher wieder einsammelst, auch tun. Nee, warte, da drum, um die beiden Kerzen, um beiden Kerzen zusammen. Ach so. Nee, warte. Nochmal, warte. Siehst du, ich habe es offensichtlich missverständlich erklärt. Warte kurz. Die müssen ungefähr 20 cm auseinander stehen und darum herum. Jetzt wird es immer schwieriger. Wird ein Kreis gezogen. Es ist kein richtiger Kreis. Das macht nichts, darum geht es auch nicht. Also wir wollen es nur umschließen. Also im Grunde genommen nur einen kleinen Zaun, dass nichts rausgeht. Keine Energien rausströmen oder so. Richtig, ganz genau. Okay. Und dann werden die Kerzen entzündet und werden so alle halbe Stunde ein Stückchen näher gerückt. Damit man sich näher kommt. Ja? Und am Ende, wenn die beiden ganz beieinander stehen, kann man sie ausbrennen lassen. Wichtig ist ja, wenn Sie die Kerzen ausmachen müssen, weil Sie den Raum verlassen wollen oder weil Sie außer Haus gehen wollen, Sie lassen die Kerzen natürlich bitte nicht brennen. Aus sicherheitstechnischen Gründen muss ich das dazu sagen, nicht, dass Ihnen zu Hause die Hütte abbrennt. Wenn Sie die löschen müssen, bitte nicht pusten, sondern bitte wirklich mit dem Kerzenlöscher löschen, damit die Energien erhalten bleiben. Und zum Schluss räuchert man mit der Räuchermischung, die wir hier drumherum haben, räuchert man nochmal die Luft ein bisschen aus. Eigentlich schon wieder ein schöner Gedanke. Ich muss mal kurz, hat sich gerade eine Freundin noch zu Barbara Schöne, aber bleib ruhig stehen. Einmal kurz fragen, weil du bist ja jetzt nicht unbedingt ein unglaublich spiritueller Mensch, Barbara, ja. Aber wenn du sowas hörst, denkt man plötzlich darüber nach und sagt, vom Grundgedanken, hat das schon irgendwas ganz Schönes? Ich denke, für jeden ist das nützlich, an etwas zu glauben. Mhm. Und wenn er daran glaubt, dann ist es okay. Genau. Ja, ja, ich finde die also Idee, jeder, die dahinter steckt, so schön. Der nicht die Möglichkeit hat, sich selbst zu finden oder andere zu finden, der braucht so Hilfsmittel. Und dann ist es doch gut. Ist doch gut, wenn ihn das weiterbringt. Ne? Genau so soll es eigentlich sein. Und genau das, finde ich, ist dieses Schöne bei Leichter Leben und auch bei unseren spirituellen Dingen, die wir vorstellen. Jeder kann sich im Grunde was raussuchen und kann sagen, das hat mir gut gefallen. Und vielleicht gehe ich jetzt auch mit anderen Gedanken im Grunde genommen in diese stressige Weihnachtszeit hinein. Ich fand es wie immer sehr schön. Meine liebe Steffi, ich komme später noch mal zu dir, denn du hast noch eine wahre Geschichte mitgebracht und die wollen wir uns natürlich auch anhören. Genau. Viel Spaß beim Fegen jetzt. Ach. Sie können zusätzlich heute noch mal was gewinnen. Und zwar in unserer Facebook-Verlosung. Sie wissen ja, auf unserer Facebook-Seite, da posten wir einmal im Monat einen tollen Gewinn. Dieses Mal haben wir schon an Weihnachten gedacht. Denn Sie bekommen ein Geschenk von uns, aber Sie bekommen nicht nur eins, sondern in doppelter Ausführung. Das heißt, 2 Soul Battles mit dieser wunderbaren Blume des Lebens und 2 Kochboxen. Das heißt, eine können Sie behalten, eine können Sie weiter verschenken, wenn Sie auf unserer Facebook-Seite sind. Und dieses Foto von unserem Gewinn im Grunde genommen teilen, liken, aber ganz wichtig, kommentieren. Denn zwischen all den Kommentaren werden wir im Dezember den Sieger auswählen und werden dann im Grunde genommen bekannt geben, wer das schöne Set gewonnen hat.
Intelligenter Schmuck wird Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Gereinigt wollen wir in die stillen Tage gehen, aber trotzdem brauchen wir auch viel Kraft, viel Stärke, viel Vitalität. Und dafür sorgst du heute, meine liebe Gabriele. Genau. Nämlich mit zwei sehr schönen Produkten aus deinem Sortiment vom intelligenten Schmuck. Da geht es um das Vitalitätsarmband und um das Cyberstripes. Das heißt eigentlich zwei Schmuckstücke, die man gut miteinander kombinieren kann. Ich sage Ihnen erstmal, was Sie alles heute bekommen können. Nämlich auf der einen Seite hier das Cyberstripes-Band. Das ist wirklich auch ein toller Preis. Das ist im Moment auch wirklich ein absoluter Renner. Das Material ist toll. Man kann es zum Sport anziehen, man kann es überall anziehen. Man wird auf jeden Fall gestärkt. Und dieses Cyberstripes-Band, das können Sie heute bestellen zu auch wieder einem tollen Leichter Leben-Sonderpreis anstelle von 29 Euro für 19 Euro. Und da fangen wir gleich mit der Erklärung an, nämlich dieses ganz schöne Armband. Und da geht es eben um die Vitalität. Das ist angefertigt aus wirklich wieder typischen Heilsteinen. Das heißt, da geht es wieder um Steine, die kräftigen, die einen stark machen. Und auch dieses Vitalitätsarmband, das bekommen Sie heute zu einem leichter Lebenpreis anstelle von 59 Euro für 49 Euro. Aber dieses Band ist wirklich wieder was ganz Besonderes. Ne? Ich empfehle ja immer gerne beide zusammen, weil die wirklich so gut harmonieren. Einerseits hat man die Kraft der Steine, die Energie der Worte und andererseits hat man die Zahlen und Schwingungscodes, die auf den Körper wirken, auf unsere Zellen wirken und uns energetisch einfach aufbauen in die Vitalität. Denn man weiß ja, wenn es draußen nicht mehr so viel Sonne gibt, dann wird man einfach, wir tanken ja mit der Sonne wirklich Energie auf. Und wenn die Sonne weniger ist, haben wir weniger Energie meistens. Und dann kommen die Schmuckstücke, die können dann wirken, dass sie sich sozusagen wieder selbst aufladen. Und ich stelle dieses Produkt, diese Kombination so gerne hier in Leichter Leben vor, weil es wirklich ein Unisex-Produkt ist. Das tragen sowohl Männer, deswegen habe ich hier auch die zwei Bilder aufgestellt von Mario Max und der Gitta Sachs. Und es tragen Frauen, weil es wirklich unisex ist, es passt zu jedem dazu. Sie können bei uns natürlich bekannt geben, ob es ein bisschen, also in der normalen Größe, ist es etwas größer. Für zartere Handgelenke wie meines ist zum Beispiel kleiner gemacht. Das können Sie in der Bestellannahme durchgeben, wenn Sie ein kleineres haben wollen. Ich fange mal wirklich mit dem Granatarmband an. Der Granat, der steht ja für die Vitalität. Das ist der Powerstein. Und die Stefanie hat letztes Mal so nett erzählt, sie nimmt das auch zum Meditieren, weil man kann sich so wirklich einen Stein nach den anderen durchgehen, wenn man es herunternimmt, so wie man es bei dir gerade sieht. Und du trägst es ja auch gerade heute, ne? Natürlich! Genau. Und es ist, man kann so wirklich in die Ruhe finden. Man spielt sich oft, wenn man irgendwo wartet, dann kann man es runternehmen, in die auch wirklich tief versinken sozusagen und in die Ruhe kommen. Vielleicht, wenn man gerade aufgeregt ist und wohin geht und man hat noch ein bisschen Zeit zum Warten, dann ist es auch gut, wenn man zum Beispiel wieder in die Ruhe kommen kann mit diesem Armband. Aber der Granat, den nennt man ja auch Karfunkelstein, der hat so eine ganz bezaubernde Wirkung. Der ist, ja, wenn man ihn so sieht, schaut er so dunkelbraun aus, aber hält man ihn gegen Sonnenlicht, dann ist er blutrot. Also wie unser Blut eigentlich auch. Er löst Energieblockaden, er ist fürs Durchhaltevermögen gut. Also gerade wenn man auch viel arbeiten muss, viel powert, dann braucht man immer viel Energie, dass man wieder aufgeladen wird. Er spendet also wirklich Energie bei uns. Da ist aber noch ein zweiter Stein dabei, und zwar der Botswana-Achat. Der ist viermal auf den Armband enthalten. Und der Botswana-Achat, wenn man in Heilsteinebüchern nachliest, dann steht der dafür für die Haut. Und die Haut ist der Spiegel der Seele. Das heißt, wenn es uns nicht gut geht, dann sieht man das an unserer Haut. Sie leuchtet weniger, vielleicht bekommt man Ausschlag, Pickel oder sonst was. Das ist einfach, wenn es uns nicht gut geht, dann sieht man uns das an. Und da ist eben der Stein dafür, dass ihre Seele in die Harmonie gebracht wird, dass es ihnen seelisch wieder gut geht, geistig wieder gut geht, dass man aufgebaut wird.
Und dann ist das Resultat natürlich auch eine bessere Haut, weil es einfach alles zusammen ist, gehört. Körper, Geist und Seele ist eins. Und mit diesem Armband haben Sie ein richtiges Powerpaket, dass Sie wieder seelisch, körperlich aufgebaut werden. Natürlich arbeite ich auch hier wieder mit der Energie der Worte. Es ist auch eine Edelstahlperle darauf, wo das Wort Vitalität eingraviert ist. Masaru Emoto hat uns durch seine Wasserkristallfotografie gezeigt, dass Worte auf Wasser eine Wirkung haben. Wir bestehen zum Großteil aus Wasser und natürlich haben auch Worte auf uns eine Wirkung. Deswegen das Wort Vitalität. Du schaust aber gut aus heute. Ha? Ja. Na, geh weiter. Und schon fängt sie an zu strahlen. Ja, das machen die positiven Worte. Das ist ja so, wenn wir uns tagtäglich mit negativen Schlagzeilen, mit den negativen Dingen des Lebens auseinandersetzen, ja, dann werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal in die Negativität verfallen. Aber wenn wir es immer mal wieder schaffen, uns positiv zu motivieren, uns mit Vitalität zu stärken, ja, dann schaffen wir das natürlich auch vital in die Zukunft zu blicken und dieses Armband, das hilft dabei. Genau. Und dann ist natürlich noch eine Edelstahlperle darauf mit meiner Energiespirale, wo Sie Energie gesendet bekommen, Reiki-Energie auch einmal im Monat. Also das ist ein wirkliches Powerpaket, dieses Armband für Männer und Frauen. Und es ist natürlich auch wieder ein Armband, wie man es von Gabriele auch wirklich kennt. Es ist ein hochwertiges Produkt. Ich sage immer, es gibt unglaublich viele solcher Schmuckstücke mittlerweile auf dem Markt, wo unter anderem mit Glaskugeln gearbeitet wird. Mhm. Man hat das Gefühl, man würde richtige Steine kaufen, aber das sind einfach nur gefärbte Steine. Hier bekommt man wirklich positive Energie. Das heißt, man bekommt gute Qualität. Das ist dir auch ganz wichtig, denn wir kaufen ganz oft esoterischen Schmuck. Und dieser esoterische Schmuck, wo wird der hergestellt? Ja, in Ländern, die ihre Mitarbeiter ausbeuten, in Ländern, wo vielleicht kleine Kinder im Grunde genommen da sitzen und diese Schmuckstücke anfertigen müssen unter unmöglichen Zuständen. Was man hier bekommt, das sind im Grunde genommen wirklich hochwertige Artikel, die mit guter Energie auch verarbeitet sind. Genau, es ist ein Gummizug, also es passt eigentlich auf jedes Handgelenk, aber wenn sie ganz schmal sind, können wir es auch kleiner machen. Dann komme ich eben zu so einem Cypherstrips-Armband, das aus Kautschuk-Silikon ist und da haben sie die Zahlenschwingung Code darauf. Wer mich kennt, der weiß, ich arbeite sehr viel mit den Zahlenschwingungskoden. Man sagt, das ist die universelle Sprache. Nur als Beispiel eben, die NASA, wenn sie Botschaften ins Universum sendet, macht es das auch nicht in Deutsch, Englisch oder irgendeiner Sprache, sondern es sendet Zahlenschwingungskode ins Universum. Und so einen Zahlenschwingungscode, der eben für die Regeneration und Verjüngung der Zellen zuständig ist, den haben Sie auf diesem Armband. Sie haben, vielleicht wenn man das hier so sieht, da ist auch die Energiespirale darauf und die Was machst du nicht? Ich zeig's doch. Naja, aber ich möchte nur zeigen, dass es eben direkt am Puls liegt, ja. Und da bekommen Sie auch die Reiki-Energie. Und Sie haben die Zahlenschwingungskode innen wie außen. Und das verbreitet sich natürlich uns durch unser ganzes Körpersystem, durch unseren Blutkreislauf, einfach in den ganzen Körper aus. Es sind auch zwei Hologramme darauf, und zwar auch eines mit Regeneration und eines mit Verjüngung, den Code darauf. Und diese Hologramme, die wirken in unser Energiezentrum, das heißt in unsere Aura. Das ist ja sozusagen unser Schutzenergiefeld. Und dass dieses auch, weil von außen her beginnt ja oft der Angriff sozusagen auf unsere Zellen, da gibt es viele negative Kräfte. Man braucht nur gestresst sein, man braucht nur in einen Raum gehen, wo viel Stress, Aggression ist. Dann fällt das natürlich auf unsere Aura. Und damit dieses Feld sozusagen, unser Energiefeld, geschützt ist, aufgebaut ist und die Regeneration und Verjüngung immer stattfinden kann, dafür sind diese beiden Hologramme darauf. Und heute wieder beides für Sie zu einem wirklich schönen Leichter-Leben-Preis. Hier haben wir das Cyberstrips-Band, das Sie bekommen können in unterschiedlichen Größen. Das heißt für das schmale Handgelenk oder auch natürlich das Männerhandgelenk anstelle von 29 Euro für 19 Euro. Und Sie bekommen
nehmen das Vitalitätsarmband heute auch zu einem wirklich tollen Preis, denn auch hier sparen Sie wieder richtig viel Geld anstelle von 59 Euro für 49 Euro. Und wir haben ja gerade schon gehört, man soll sich jetzt die Zeit nehmen, vielleicht auch mal zur Ruhe zu kommen. Thanksgiving steht am Freitag an, danach kann man sich in den Weihnachtstrubel stürzen. Hier müssen Sie sich gar nicht in den Weihnachtstrubel stürzen, sondern können ganz bequem am Telefon ein Weihnachtsgeschenk ordern. Genau, das geht ganz einfach. Ja, und da ist direkt mein Mitarbeiter. Genau, und ich finde, das ist auch wirklich eine tolle Idee, mal ein bisschen was Außergewöhnliches zu Weihnachten zu verschenken, wo man wirklich sagt, man denkt auch an den Mitmenschen und man sagt auch, ja, vielleicht braucht er gerade ein bisschen Unterstützung. Und ob man dran glaubt oder nicht, das ist ja manchmal auch gar nicht so das Ausschlaggebende. Man wird eine Veränderung spüren, weil... Man kann es auch einfach nur tragen, weil es gut ausschaut. Ja. Und das tun ja alle deine Schmuckstücke. Da können Sie sich auch heute übrigens wieder von überzeugen, denn ab 17 Uhr, da steht die Gabriele wieder... hier bei Astro TV und hat wieder tolle Dinge dabei. Ich bin schon sehr gespannt, was du heute wieder im Programm hast. Wie ich dich kenne, weißt du es noch gar nicht. Ich überrasche sie. Das kommt, diese Idee. Ja. Bis 17 Uhr sagen wir dahin erstmal Bussi und Baba. Intelligenter Schmuck wurde Ihnen präsentiert von Gabriele Iasetta. Intelligenter Schmuck, der dich dabei unterstützt, du selbst zu sein. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 071 0014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energie. Barbara Schöne, heute zu Gast bei Leichter Leben. Ich freue mich wahnsinnig, dass das geklappt hat, meine liebe Barbara, dass du wirklich gesagt hast, doch, ich komme mal vorbei, weil mir euer Sendungsmotto gut gefällt, leichter leben, weil das ist im Grunde genommen wirklich auch oft die Gedanken, die man hat, ne, die einem das Leben manchmal schwerer machen oder auch leichter leben lassen. Ne? Ja, es... Was soll ich dazu sagen? Also leichter leben, ich sage immer, der Mensch ist einzigartig. Ja? Es gibt keine Schubladen für Menschen und auch kein allgemein Rezept, wie wer was machen muss. Ich sage immer, Gottes Tierreich ist bunt. Ne? Aber für mich persönlich habe ich einen Weg gefunden, meine Probleme zu lösen. Also so die oberflächlichen Geschichten, in denen ich mich selbst verkohlen kann. Ja, dann nehme ich den anderen aber sofort den Wind aus den Segeln. Mhm. Also die Intriganten oder die, die mir nicht so wohlgesonnen sind, ja, dann nehme ich mich auf die Schippe, da gibt es nichts mehr zu sagen. Da haben sie nichts mehr drauf zu antworten. Ja, mal selber über sich selber zu lachen, ne? Das ist so ja, wichtig, das vergisst man manchmal auch. Nicht, ne? Humor ist ja nicht jedem gegeben, das ist ein bestimmtes Talent natürlich auch, eine zusätzliche Gabe. Und ich habe durch das viele Boulevard-Theaterspielen natürlich auch, wie man Pointen machen kann, wie man auch so eine Breitseite geben kann, ohne jetzt mit dem Holzhammer, ja, die Holzhammer-Methode, die ernste. Wenn sich einer dann angesprochen fühlt, dann kann ich immer nur sagen, oh Mann, war doch ein Gag. Aber es ist angekommen. Ja, ja, es geht beim Theater natürlich unglaublich viel auch ums Improvisieren. Beim Fernsehen brauchte man nicht so viel improvisieren. Höchstens, man hat in einer Comedy-Serie mitgemacht wie der Schillerstraße. Ja. Wie schwierig ist das, als Schauspielerin, die ja normalerweise Texte bekommt, plötzlich in so ein Format geworfen zu werden? Du hast die Mutter von Cordula Stratmann in dieser Serie gespielt. Wie schwierig ist das denn plötzlich, wirklich frei von Drehbüchern oder sonst irgendwas auf der Bühne zu agieren? Ja, ich muss mal weiter ausholen. Mein Vater hat immer gesagt, also wenn ich mir was nicht zugetraut habe, du musst ins kalte Wasser springen, du kannst das. Ja, so. Und ich war sehr stolz darauf, dass man mich dafür genommen hat, als eigentlich als ganz exakte, präzise Schauspielerin. Also nach mir kann man die Uhr stellen. Ja, also ich komme am ersten Tag mit gelerntem Text an, schon zur Probe, damit also die 4 Wochen wirklich reichen, um das beste Ergebnis zu erzielen. Ja, und das war sehr schwer, die Aufgabe. Das sind 45 Minuten, die wir improvisiert haben, ohne Drehbuch. Mhm. Du hast nichts gewusst. Da heißt Mutterbesuch, hieß die Folge.
Mehr wusste ich nicht. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen. Manchmal hat man das Gefühl gehabt, das kann gar nicht so sein, weil es war wirklich manchmal so unglaublich komisch, dass man gesagt hat, ihr müsst doch da irgendwie was vorgegeben bekommen haben oder so. Nein, nein, also und ich glaube, also es hat ja Spaß gemacht. Nicht improvisieren kann ja jeder Schauspieler, das muss er auch können. Aber was da dran schwer war, ist für dieses Publikum, was ja im Raum, im Studio saß, auch noch Witze zu produzieren. Mhm. Das können natürlich Entertainer oder Komiker oder so, die davon leben, die können das besser, ne? Aber als Schauspieler, das war für mich eine große Herausforderung und deshalb war ich auch ganz glücklich damit. Und man hat mir bestätigt, ich hätte das feinste Boulevard dort hineingebracht. Ja, und das war natürlich ein Lob. Ne? Ja, ja. Du warst ja auch nie irgendwie verschollen eigentlich. Also du warst ja immer irgendwo präsent. Also nehmen wir Blond am Freitag, da hattest du auch oft deine Auftritte. Ja. War das auch was dir so gelegen hat, so ein bisschen Klatsch und Tratsch, so zu gucken, was ist so passiert auf der Welt, um das Ganze eben auch mal ein bisschen lustiger zu sehen und eben nicht nur diese Schreckensmeldungen kundzutun. Ja, gerade, weil ich es auch verkohlt habe, ja. Mhm. Also die Schlagzeilen, ich finde sowas schrecklich, diese Klatschspalten und so entsetzlich, deshalb gebe ich auch keine Interviews in dem Sinne. Aber die Sendung war so wunderbar, dass man also auf jedes so seinen Gag machen konnte, das nicht ernst nehmen musste. Also vielleicht für die Zuschauer, die es nicht kennen, Ralf Morgenstern mit vier Frauen, im Grunde genommen herrlich, vier Blondinen, die im Grunde genommen über eine Woche der Schlagzeilen geredet haben. Und das war schwer, da haben wir auch den Abend vorher, manchmal erst abends um 11 Uhr erst das Programm gekriegt, welche Themen es gibt, ja. Und ich habe dann immer die Zeitung studiert, was könnte es denn sein und so, dann waren dann auch Fußball dabei oder so, ja. Und hilft da manchmal die ich sag jetzt mal, diese berühmte Berliner Schnauze, diese Schnottrigkeit, die sich ein Berliner doch ein bisschen mehr erlauben darf, finde ich, als viele andere, oder? Ich weiß es nicht. Man sagt ja immer zu mir, ich bin schlagfertig. Ja, ich brauche ein halbes Jahr Vorbereitung, um schlagfertig zu sein. Den Anschein machst du aber nicht. Es ist so, ich bin ja jetzt nicht unter Druck. Es ist ganz unglaublich entspannend und wir mögen uns und so, da kann man ja ganz anders plaudern. Und außerdem kenne ich mich, also kann ich über, es geht ja nur um mich jetzt im Augenblick und über mein Leben und über was auch, darüber kann ich sprechen. Hm. Nicht? Also das fällt mir leicht, deshalb, da bin ich dann auch, wie sagt man, spontan. Ne? Hm. Aber künstlerisch da jetzt Gags zu produzieren, nein, ich liebe Herausforderungen. Ja, ich möchte mich weiterentwickeln. Deshalb, ich bin neugierig im Leben, ich schaue voraus. Ich versuche mir nichts oktroyieren zu lassen, ob das die Mode ist oder so, oder eine bestimmte Schminktechnik. Ich mache das, was ich glaube, was zu mir passt und womit ich mich wohlfühle. Mhm. Also ich ordne mich da nicht besonders unter. Ja, ich suche meinen eigenen Weg. Und das ist etwas, ich bin natürlich grundehrlich. Das heißt, also ich gehe gerade durchs Leben. Das heißt also, andere, die so ein bisschen so gehen, ja, die haben den längeren Weg und sie verstricken sich irgendwie mal in ihrer Bosheit und ich krieg alles raus. Ja, ich krieg dadurch alles raus. Das ist ja auch ganz interessant im Grunde genommen. Ist man auch ganz oft noch dankbar, weil es gibt ja viele Kollegen, die auch in den 70er Jahren Erfolge gefeiert haben, die im Grunde genommen ähnliche Wege gegangen sind, die aber heute eben nicht mehr so in der Öffentlichkeit stehen, die einfach gemerkt haben, dass sich die Zeiten geändert haben. Viele, die mittlerweile auch auf Hartz IV zurückgreifen müssen, weil eben das Leben härter geworden ist. Also wie sieht das da mit Dankbarkeit aus? Also so ein bisschen dieser spirituelle Gedanke, den man so in sich trägt. Ich glaube mehr, dass es bei mir was zu tun hat, dass ich nicht eitel bin. Mhm. Ich genieße den Augenblick. Und den habe ich mir hart erarbeitet, der ist ja kein Zufall. Mhm. Meine Erfolge waren alle kein Zufall, nicht? Und das, ich war so eine Senkrechtstarterin, das ging von der Schauspielschule los. Sofort sozialkritische Stücke gemacht. Ich habe Montfaust gespielt, ich habe im Renaissance-Theater gespielt. Und so ging das. Als ich mit der Schauspielschule fertig war, hatte ich schon 50 Fernsehproduktionen gehabt und es steht sogar in meinem Schauspieldiplom drin. Mhm. Das heißt, ich habe mich nicht festgelegt oder nicht festlegen lassen. Das ist ganz schwer. Ich habe auch viel Nein gesagt, ja, einfach damit ich weiterkomme. Wie kam und nicht das? Irgendwie in so eine Soße, in das Einerlei. Und deshalb kann ich auch mühelos alt werden.
Ja, ich finde es schön, wenn ich mich so schminken kann. Ja, mit 69 ohne Botox. Du machst ja eh nur so. Muss ich mich nicht verstecken. mit 69 ohne Botox. Nein, absolut nicht. Versuchen, Zeit festzuhalten. Weißt du, das hat was für mich nicht mit Weiterentwickeln zu tun. Wenn ich anfange, an mir zu manipulieren, äußerlich, dann will ich die Zeit festhalten. Und dann kann es mir nicht gut gehen auf Dauer, weil wir werden alle mal alt. Das ist nichts Neues. Ja, und wahrscheinlich die eine oder andere Rolle hättest du vielleicht gar nicht bekommen, wenn du manipuliert hättest, weil man genau dich als Typen in dem Augenblick vielleicht auch mit der einen oder anderen Falte gebraucht hat. Im Gegenteil, es war ganz schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass ich auch gerne Alte spielen will. Ja, ja, und da braucht man nur ein bisschen weniger Schminke, dann geht das gut. Ja, und ich finde das toll. Das ist ja unser Beruf, sich zu verwandeln. Das ist Schauspielerei, nicht mich selbst darzustellen. Jetzt darf ich eine Alkoholikerin im Rollstuhl, habe ich zuletzt gespielt, oder eine Mörderin auf dem Schiff, ja, oder eine alte Omi, die so, wo man denkt, ja, die hat überhaupt keinen Durchblick, aber sie war die Einzige, die den Durchblick hatte, ja, so eine ganz verschmitzte und so. Das sind so herrliche Charaktere und deshalb muss man Menschen, man muss auf Menschen zugehen. Ich beobachte manchmal so lange, dass man mir früher mal gesagt hat, Mensch, was glotzt denn die so an? Ist ja peinlich, ja? Da fällt gleich der Löffel aus dem Mund. Und das merke ich dann gar nicht. Dann bin ich so drin und beobachte Leute. Und das kann ich alles später mal ein. Also du hast ja auch vor der Sendung erzählt, dass du auch des Öfteren, auch durch deine Reiserei, durch deine Projekte ganz oft auch alleine ausgegangen bist. Eine kurze Geschichte muss ich erzählen, weil da muss ich an dieser Stelle meine Eltern kurz grüßen, weil die haben mir nämlich erzählt, als ich denen erzählt habe, dass wir uns getroffen haben, dass die dich vor 20, 30 Jahren irgendwo in München mal in der Kneipe, mein Vater hat unglaublich mit dir geflirtet. Und da warst du genau so, wie du heute bist, also weil du ja auch gesagt hast, ja, du gehst auf die Menschen zu und wenn dann irgendwo ein Ehepaar kommt und der Mann flirtet ein bisschen, dann machst du da natürlich mit, ja? Also war das auch, dass das dich so als Mensch so offen gemacht hat, auch mal dieses Trauen, alleine wegzugehen? Davor haben ja ganz viele Angst. Na, ich musste ja. Ich war sehr jung. Ich habe mit 16 angefangen. Und da war ich eben in einer Männerdomäne eben alleine. Und um nichts Falsches zu machen, habe ich dann angefangen, Auto zu fahren und dann wann andere Urlaub machen oder in Kaffee gehen oder sich die Torten reinhauen, weil sie irgendwie Depri sind. Dann habe ich mich in mein Auto gesetzt und bin durch die Gegend gefahren. Habe mir die jeweiligen Städte angeguckt, die Orte und so fort. Dann war ich wieder glücklich. Ja, natürlich ist das schwer, aber ich habe immer versucht, mich durchzusetzen. Also auch mich selber kennenzulernen, nicht? Und da hat mir einen guten Tipp die Hilde Körber, damals die Schauspiellehrerin, gesagt. Und deshalb ist Kunstpsychologieunterricht auf der Max-Reinhardt-Schule ein sehr wichtiges Unterrichtsfach. Das heißt, da kommt man, lernt man, sich selbst zu finden, damit man nicht mit den Rollen hinterher verschmilzt. Mhm. Ne? Man kann glühen für einen Beruf, aber wenn man sich selbst nicht kennt, dann kann man damit verglühen. Und das war eine gute Erfahrung. Ich habe also wirklich eine gute Ratgeberin gehabt für meinen Beruf und mein Vater für Beruf und für privat. Und das ist natürlich toll. Und weißt du, was du noch so schön machst und was ich auch immer so bewundere und wo ich mir immer denke, das hoffe ich, werde ich auch irgendwann mit 69 noch tun, einfach so fröhlich und so ehrlich lachend durchs Leben zu laufen, weil das ist wirklich ansteckend und das ist wirklich was ganz Wunderbares, was du hier ausstrahlst. Ich komme gleich nochmal wieder zu dir. Jetzt wollen wir uns erstmal eine wahre Geschichte von Stefanie Kralewski anhören, aber dafür gibt es noch eine kurze Pause und da stellt Madeleine Ley noch ein paar Produkte vor. Die Kraftsymbol-Schmuckkollektion von Madeleine Ley ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern unterstützt und kräftigt sie im Alltag durch die Kraftsymbole. Jedes einzelne Teil hat seine eigene Energie. Lassen Sie Ihre Defizite zu Stärken heranwachsen. Schenken Sie sich oder Ihren Liebsten die Schmuckkollektion mit den Kraftsymbolen der universellen energetischen Unterstützung. Bestellen Sie jetzt unter www.m-ley.com und finden Sie alle Produkte von Madeleine Ley. In Steffis Hexenkalender für 2017 befinden sich mehr als 200 Ritualanleitungen und neben den genauen Mondständen auch zahlreiche Festtage, Rezepte für Räuchermischungen und vieles mehr. Neue Illustrationen und Zitate führen durch das ganze Jahr. Eine Woche auf einer Doppelseite mit Platz für persönliche Eintragungen und Termine.
Der Kalender ist im A5-Format. Für nur 14,90 Euro. Versandkostenfrei innerhalb von Deutschland. Bestellen Sie jetzt unter www.kartenlegen-berlin.de oder unter Telefon 030 956 19248. Es ist manchmal so, du hast eine wahre Geschichte vorbereitet, wir haben eine andere wahre Geschichte vorbereitet. Mhm. Aber wir einigen uns jetzt natürlich auf die wahre Geschichte, die du vorbereitet hast, weil du weißt dann wenigstens, um wen es geht. Vielleicht sind wir heute von der Frau Schön, von den Geschichten. Ich bin so fix und fertig, weil ich bin so vereinnahmt. Ja. Eigentlich sollte es um Christine Brehl gehen, aber wir reden jetzt über die Questie Kansu Weinand. Ja, die hat nämlich auch eine schöne Geschichte. Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich so fasziniert bin von den Geschichten von den Männern, von unseren männlichen Kunden, dass ich heute wieder eine Geschichte von einem Mann mitgebracht habe. Okay, das heißt, vielleicht liegt es daran. Das heißt, hier haben wir mal wieder einen der Herren, die sich getraut haben, Hilfe und Rat zu suchen. Mhm, ganz genau, ganz genau. Und zwar geht es um einen Immobilienmakler, einen Unternehmer in der Immobilienbranche, ja, der in seinem Beruf gut zurechtkam, ja, der sich wohlfühlte in seinem Beruf, geschieden, neue Partnerin an der Seite, alles wunderbar. Er lebte in guter Gesellschaft, ja, und finanziell alles in Ordnung und hat aber gemerkt, Mensch, irgendwie richtig glücklich bin ich gerade nicht. Und dann hat er in unserer Zeitung geblättert, ja, in Zukunft liegt, da gibt es ja in der immer so eine kleine Beilage dazu, genau, und da stehen unsere tollen Kundengeschichten drin. Ja, und da hat er viele Beraterfotos gesehen, viel gelesen. Und da hat er unter anderem auch ein Bild von der Kansu gefunden und ist da so ein bisschen dran hängen geblieben und hat sich gedacht, Mensch, da rufe ich mal an. Ist eigentlich sonst gar nicht sein Thema. Spiritualität war nicht sein Thema. Ja, keine Ahnung, keine Vorstellung, was das überhaupt bedeutet, und hat mit ihr telefoniert, und die Kansu hat ihm eine ganze Menge erzählt. Ja, also das heißt, dass er eben nicht ganz glücklich ist, in welcher Branche er arbeitet und so weiter, dass er geschieden ist. Also das heißt, sie hat ihm auch Dinge erzählt, die sie nicht wissen konnte, sodass er gemerkt hat, Mensch, da steckt tatsächlich was dahinter. Und dann hat sie angefangen, ihm Dinge zu erzählen, die er nicht so richtig greifen konnte. Also sie hat angefangen zu erzählen, Mensch, du wirst mal mit ganz viel Körperwahrnehmung arbeiten, mit Atmung. Und du wirst wieder dich mehr in den Süden zurückziehen, da, wo du dich wohlgefühlt hast. Und du wirst eine neue Frau kennenlernen. Und das wollte er alles gar nicht hören, ja, weil das passte ja nicht zu seinem Leben. Und wie das dann eben tatsächlich so ist, 8 Monate später hat er eine Frau kennengelernt, die ihm da wirklich auf den Weg unterstützt hat. Er hat seinen Heilpraktiker gemacht, ja, und bietet heute Tanzkurse an für Körperwahrnehmung. Mhm. Ja. Als ich die Geschichte gelesen habe, musste ich ein paar Mal wirklich schmunzeln, weil, weißt du, man stellt sich wirklich, also wirklich einen Geschäftsmann vor, ja, der so mit Anzug und Krawatte, weißt du, hier bei uns die Friedrichstraße langläuft, ja, und der dann ein Jahr später, ja. Nur tanzt der barfuß mit seinen Klienten. Ganz genau, ja. Und also ich finde das so großartig, und es zeigt einfach genau, was wir Berater können. Ja, das Schöne ist, dass er mit Sicherheit überhaupt gar nicht gedacht hätte, dass das in den Karten steht. Da komme ich wieder auf Dieter Bohlen zum Beispiel zu sprechen. Auch jemand, der sich vor 20 Jahren mal die Karten hat legen lassen. Und das hat er neulich mal bei DSDS erzählt. Und da war die Kartenlegerin, die gesagt hat, das ist schön und gut. Da war der gerade in der Höchstphase seiner Modern Talking Karriere, und die hat gesagt, das ist alles schön und gut, was du da machst, aber deine richtige Karriere, du wirst noch mal eine zweite Karriere machen, und die wird so richtig durch die Decke gehen. Und der hat darüber gelacht und hat sich gedacht, klar, Karten legen und so weiter und so fort. Neulich hat er dann wirklich erzählt, dass er leider nicht mehr weiß, wer ihm die Karten damals gelegt hat, aber dass er es nie geglaubt hätte, aber dass er auch so ein bisschen seine Meinung dazu geändert hat und sagt, naja, manchmal kann man es vielleicht. Man kann es nicht erklären, wie es funktioniert, aber vielleicht funktioniert es ja doch. Ne? Richtig, und der Anrufer, der hat auch mal so ein bisschen Angst vor Veränderungen gehabt. Ne? Er kannte seine Struktur, er weiß, was er tut, ja, und da weiß er, hat das Leben unter Kontrolle. Und er hat erst wirklich mit Kansu erst geschafft, so Veränderungen zuzulassen, dass Veränderungen Spaß machen können. Hm. Ja? Und das finde ich ganz großartig. Und ich muss wirklich ein Zitat von ihm mit vorlesen, weil das war am Ende, wo ich dann wirklich ein Stückchen weit lachen musste, einfach weil es so schön ist. Also wir haben immer noch den Immobilienmakler im Kopf, ne? mit Anzug und Krawatte. Ja, ich sehe ihn schon im weißen Gewand barfuß. Ja, genau. Er hat nämlich gesagt, ich lebe nun nach dem Motto, lächle, umarme und tanze mit der Welt, und sie lächelt, umarmt und tanzt mit dir. So schön, ja, aber so gänzlich
gar nicht mehr das, was er vorher war, sondern er hat sich einfach gefunden. Mhm. Ja, und ich glaube, genau darum geht es in den Beratungen, ja, die wir mit unseren, wo wir unsere Klienten unterstützen, dass sie sich selber finden. Mhm. Dass, es geht nicht darum, aus jedem Businessmenschen, aus jedem Immobilienmakler oder so jetzt einen, ich hätte bei einer Hippie gesagt, zu machen. Ja, darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, die, die unglücklich mit der Situation genau. sind, ja, zu unterstützen und dahin einfach ja, ihnen zu helfen, dass sie selber dahin finden, wo sie wirklich glücklich sind. Ich glaube, darum geht es auch in erster genau. Linie, nämlich, dass wir unser Leben lang irgendwo hinterher, irgendwo irgendwas nachrennen können, aber wir werden einfach nicht glücklich mhm. oder wir fahren einfach mal einen Rückwärtsgang mhm. und gucken nochmal genauer und genau. starten nochmal neu durch ganz und dann genau. auf eine andere Art und Weise. Genau. Ihr helft den Menschen dabei, die wahre Geschichte dieses Mal, guck mal, wie schnell unsere Kollegen in der Regie arbeiten. Sehr oder schön, die danke. Wahre Geschichte von Kanzo Weinand, Beratercode 2266. Also, wenn wer Sie weiß, das jetzt, wofür das gut war. Bitte? Wer weiß, wofür das gut wer weiß. War. Ja, es ne? gibt ja im Grunde genommen keine Zufälle. Es war Schicksal. Genau. Vielleicht auch für Kanzo. Bestimmt. Ich weiß. Es gibt mehrere Berater natürlich bei unserem Partner Questico. Ein paar stellen sich jetzt noch mal vor. Die meisten Kunden, die mich anrufen, sind in einer Sackgasse angekommen. Und dann ist es meine Aufgabe, sie an die Hand zu nehmen, dass wir uns gemeinsam umdrehen und in die andere Richtung zu gehen. Immer da, wo das Licht ist. Und erst dann trauen wir uns wieder, Luft zu holen. Dann ist das Leben wieder schön. Sich auf das zu konzentrieren, was wir haben wollen. Und das alles, die Dunkelheit, die Trübsal hinter uns zu lassen. Ich bin Coach und Astrologin. Als Coach arbeite ich neurowissenschaftlich fundiert. Ich verbinde die zwei Welten, eine Welt der Mysterium mit einer Welt der Wissenschaft. Jetzt kannst du loslassen. Der neue Anfang ist da. Das Wort Problem bedeutet für mich, lass mich das, was ich habe, anschauen, um dann eine Lösung zu finden. Und in jeder Situation gibt es eine Lösung. Ganz gleich welcher Art. Es gibt immer eine Lösung. Ich kann immer schauen, wohin mich der Weg führt, damit die Kunden dadurch besser zurechtkommen und vor allen Dingen auch ihre Träume nicht verlieren. Barbara Schöne, ich habe Sie eingeladen, weil wir uns kennengelernt haben vor anderthalb Monaten und du hast gesagt, klar, ich komme vorbei, leichter Leben, das Motto gefällt dir, aber du wusstest gar nicht genau, worauf du dich eigentlich hier einlässt. Jetzt bist du eine Stunde fast schon bei uns und hast ja auch so ein bisschen mitbekommen, das Rahmenprogramm und so weiter und so fort. Hast du jetzt ein anderes Denken, was Spiritualität oder auch die Geschichten, die du so gehört hast, wie kommt es so bei dir gerade so an? Also ich habe einen anderen Weg. Wenn ich Probleme bekomme oder mich nicht wohlfühle, ich analysiere mich. Ja? Mhm. Also ich betrachte das so als Beispiel wie mit einem verloren gegangenen Schlüssel. So, und dann den sucht man ja. Und dann geht man die Wege zurück, wo man ihn verloren hat. Und so mache ich das in meinem Leben. Weil du eine starke Frau bist natürlich. Ne? Also und dann gehe ich alles Schrittchen für Schrittchen, so Mosaikchen für Mosaikchen zurück, bis ich es gefunden habe und dann fange ich wieder neu an. Mhm. Ja, das ist also gut. Das ist so meine Art. Und auf der Schauspielschule haben wir zum Beispiel gelernt im Kunstpsychologieunterricht und das ist die Freudsche Traumlehre. Und wir haben wirklich trainiert, nachts also unsere Träume aufzuschreiben, was wir davon behalten haben und die zu deuten, weil die Dinge, die man da manchmal träumt, haben überhaupt nichts mit dem Tatsächlichen zu tun. Mhm. Und wenn man das wirklich, und ich war in den 3 Jahren, habe ich das so gut geschafft, dass ich meine Träume selber bestimmen konnte. Ich konnte weiter träumen, was ja viele nicht haben. Die wachen auf und dann haben sie vergessen, was war das. Und ich konnte plötzlich meine eigenen Träume, wenn sie mir gefallen haben, konnte ich die weiter träumen. Aber in der Schauspielerei, ich komme jetzt gerade noch mal auf diesen Immobilienmakler, den ich jetzt gerade tanzend barfuß vor mir sehe, ist es ja auch ganz oft so, dass ihr in der Schauspielschule ja Dinge oftmals macht, die vielleicht am Anfang ein bisschen unangenehm sind. Das heißt, ihr müsst ja auch aus euch rausgehen. Ihr müsst natürlich ja teilweise auch barfuß tanzen und Dinge tun, die ihr normalerweise nicht tun wollt. Ja. Aber vielleicht lernt ihr dadurch eben auch wirklich mit euch, eurem Körper anders umzugehen. Und das ist einfach auch eine Schule fürs Leben. Ne? Richtig, weil Schauspielerei kann man ja nicht lernen. Mhm.
Ja, also man kann nur, es gibt in jedem Beruf gibt es das Handwerk und die Begabung. Das ist einfach. Und in der Schauspielerei gehört eben zum Handwerk Sprache. Sprechen lernen, Atemtechnik. Wir haben alleine 3 verschiedene Sprachlehrer gehabt, die nur von Tanz, von Sprechtechnik, über Gesangstechnik, über also verschiedene Atemtechniken gemacht. Ja, und das ging teilweise bis hin zu Yoga-Übungen. Wir haben mit dem Atem gestreckte Beine über den Kopf rüber, mit den Knien am Kopf vorbei auf dem Boden. Und wir haben hier mit das Mikrofon gehabt und haben dann Texte gesprochen. Das klingt für mich nicht machbar. Ja, das kann ich kann heute noch mit den Knien am Kopf, Sie werden es nicht, du wirst es nicht glauben. Das kann ich immer noch. Ich kann nicht mehr richtig laufen, mein Kreuz ist kaputt. Aber das kann ich noch, komischerweise. Ich meine, ihr habt ja damals alles fundierte Ausbildungen gemacht. Du hast ja auch gesagt, die neuen Newcomer-Schauspieler, ja, die sind vielleicht anders ausgebildet, die machen auch was ganz anders, die sprechen natürlich auch ganz anders. Und vor der Sendung, und das müssen wir jetzt einfach noch mal kurz machen, diesen kurzen Auszug, wie man heutzutage Shakespeare sagen würde und wie du noch Shakespeare im Grunde genommen rüberbringst. Ja, das hat einfach auch damit zu tun, dass es sehr Spaß macht, einen Klassiker oder einen Shakespeare zu spielen. Also wenn man heute sagt, Mensch, was guckst du mich so blöde an? Ich hab dir doch nichts getan. Was sagst du? Hör mal. Also da würde Shakespeare dann sagen, ich möchte keineswegs dein Henker sein. Ich fliehe dich, um dir kein Leid zu tun. Du sagst mir, dass ich Mord im Auge trage. Es ist artig in der Tat und steht zu glauben, dass Augen, diese schwächsten, zarten Dinger, die feig ihr Tor vor Sonnenstäubchen schließen, Tyrannen schlechter Mörder sollen sein. Seh dich finster an von ganzem Herzen. Verwundet nun mein Auge, so lass dich töten. Tu doch, als kämst du um, so fall doch nieder. Und kannst du nicht, pfui, schäm dich so zu lügen und sag nicht, meine Augen seien Mörder. Ich finde das wunderbar. Ja. Da sind wir so, das macht Das verstehen Spaß, die jungen Leute heutzutage schon gar nicht mehr wahrscheinlich. Eine schöne Sprache vorzutragen und nicht immer nur so das alles so vereinfachen. Aber dafür können ja die jungen Schauspieler nichts. Hm. Ja. Ich beneide sie nicht heute. Ja, das ist die Schublade ist angesagt, es geht mehr nach Typ und nicht nach Vielseitigkeit. Es gibt Wunder, wir haben ein Wahnsinnsproblem. Potenzial an großen, begabten, jungen Leuten. Mhm. Aber sie haben nicht die Chance, sich auszuprobieren, weil sie gleich sofort in die Schublade getan werden. Ja, bevor sie selber rausfinden, was sind meine Stärken. Und dazu gehört, finde ich, Theaterspielen, auch wenn man dann erstmal in der Versenkung landet. Es ist natürlich, es wird man da nicht so populär damit. Aber und man hat vielleicht Spaß. Und es ist leider so, dass früher war es tatsächlich so, wenn man Theater gespielt hat, dann haben sich die Leute aus dem Fernsehen die Theaterleute geholt und umgekehrt. Mhm. Ne? Das war eine Zusammenarbeit. Und heute ist es getrennt, wenn man so heißt, ja, wo warst du denn? Ich habe Tournee gemacht. Oh so, naja, Theater. Ja, das ist ja wirklich... Und ich kenne viele Schauspieler, die könnten niemals auf der Bühne stehen. Hm. Also 2017, Barbara, was ist da so? Hast du Pläne? Gibt es schon irgendwas, wo man sagen kann, darüber können wir schon sprechen? Oder ist es in irgendeiner Form, dass man sagt, ach, das ist ja heute läuft so. Alles in irgendeinem? Ich hatte in diesem Jahr hatte ich 50 Anfragen. Davon haben sich 3 herauskristallisiert. Hm. Die sagen ja nicht mal mehr ab. Ja, also man sitzt da in der Warteschleife und dann die Produktion will einen, der Sender sagt plötzlich anders und ja, es ist eigentlich ganz traurig. Ich hatte ganz viele schöne Angebote, die nun nicht geklappt haben nach meinem letzten Film. Das war ja mit der Katja Riemann wunderbar, Mängelexemplar, da ging es ja um Depressionen und so, das war eine Tragikomödie, das macht Spaß, nicht? Nach dem Bestseller von der Sarah Kuttner. Das war mein letztes Werk und ich gehe jetzt wieder mit einem Lyrikprogramm auf Tournee. Also ich mache Lesungen und das ist von Silke Gierke, das heißt Pantarei, alles fließt. Und das ist eine etwas sehr anspruchsvolle Lyrik und ich finde es ganz schön, wenn ich die Leute auch mal zum Nachdenken und also, dass sie sich das Zuhören mal erarbeiten und nicht nur berieselt werden. Ja, das ist auch eine schöne Aufgabe. Ja, absolut. Man muss mal wieder bei der Sache bleiben. Ja. Ne? Also man kann auch da nicht mal kurz abschalten, wie man es so gewohnt ist, sondern man muss wirklich zuhören und Und ich versuche halt diese Lesung eben nicht nur zu lesen vom Papier, sondern ich versuche dann Bilder zu zeichnen mit meiner Stimme und mit dem, was ich mit dem Inhalt. Ne? Und das ist auch eine schöne,
schöne Aufgabe, bis die nächste Rolle kommt. Ich fand, es war eine schöne Sendung mit der Barbara Schöne. Die Sendezeit ist im Grunde genommen schon wieder vorbei. Es lief dahin wie nix, aber ich habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. Ich fand es auch sehr schön. Wir gucken nochmal auf den Spruch des Tages gemeinsam. Mal gucken, was der uns noch mit auf den Weg gibt. Im Leben geht es nicht darum, sich selbst zu finden. Im Leben geht es darum, sich selbst zu erschaffen. Ja, das ist ja ganz oft so. Da ist vieles Wahres dran. Es ist immer irgendwie, die Sprüche sind ja auch immer sehr schlau, muss man wirklich sagen. Mhm. Das war's. Eine schöne Stunde, Gabriele Ihr-Setter. Heute ab 17 Uhr wieder im Astro-TV-Shop. Und vielen Dank für Toll, es war schön. Dankeschön, danke. War gerne hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns wieder morgen, nämlich lassen Sie es krachen. Alles Liebe, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Servus. Herrlich, wir machen noch eins.